Die Entscheidung, ob man eine PS5 oder eine Xbox Series X kauft, ist ja nicht immer so einfach. Jede Konsole hat ja irgendwie so ihr bestes Argument und ihren Kaufgrund. Und so schlägt Sony jetzt die Xbox Series X ins Aus. Ja, das beste Argument der Xbox Series X ist ja neben der Technik eigentlich ja der Game Pass, der ja mit sehr, sehr, sehr vielen Spielen einem mit einem Abo-Modell quasi alles bieten kann. Und das ist ja immer ein Ding, was der PS5 eigentlich immer gefehlt hat. Aber das wird sich ja ändern und das könnte auch in diesem Xbox-Kaufen, PS5-Kaufen Entscheidungskonflikt für viele eine entscheidende Wende sein. Das ist gut möglich, ja. Denn wir hatten jetzt bisher den Game Pass, kennt man ja. Den gibt es für die Xbox genauso wie für den PC. Und da sind gut 100 Spiele drin. Und zwar auch aktuelle Spiele, vorrangig natürlich Microsoft-Spiele. Schon auf Day One, Halo Infinite beispielsweise oder Flight Simulator, kann man direkt im Abo zocken. Und das ist ja das, was eigentlich bei Sony bisher oder auf der PlayStation ja nicht gegeben hat. Da gibt es zwar PS Plus, aber das ist ja eigentlich kein Abo-Modell vergleichbar mit dem Game Pass. Genau, also das sind ja ganz andere Abo-Modelle, die einem ja nicht so viele Spiele bieten. Also ich fand sie bisher fast ein bisschen vernachlässigbar, sowas wie PS Now, weil... Ja, PS Now ist ja wieder was anderes noch, weil PS Plus und PS Now sind ja zwei verschiedene Dienste. Genau, wobei ich jetzt eher PS Now mit Game Pass irgendwie gleichsetzen würde als PS Plus, weil PS Plus ist ja was anderes. Verglichen PS Now und Game Pass, also da ist ja einfach, das sind verschiedene Welten, da spielt der Game Pass auf einem anderen Level und genau da will jetzt Sony eben Microsoft die Xbox überholen. Ja, genau, weil logischerweise hat es auch Sony erkannt, dass der Game Pass eigentlich ein sinniges Modell ist und ja, Sony zieht jetzt nach. Unter dem Projektnamen Sparta wird es jetzt wohl bald Neuigkeiten geben zum Thema Abo-Modell und damit auch Neuigkeiten bei PS Plus und PlayStation Now. Scheinbar werden diese Dienste zumindest namentlich der Vergangenheit angehören und werden quasi neu aufgefrischt in drei Stufen. Und das ist das, was jetzt Sony quasi gegenhält zum Game Pass. Wobei ich mir das vorstellen kann, so was jetzt schon bekannt ist vorab, dass das tatsächlich wirklich, wirklich ein krass gutes Argument sein wird für die PlayStation. Genau, ich denke auch, dass sie da einfach die Xbox so ein bisschen auf gleiches Niveau mit diesem Game Pass oder sogar, ich denke, dass sie sogar noch eins draufsetzen werden, dass in diesem Spartacus, also Arbeitsname momentan Spartacus, das wird später wahrscheinlich nicht mehr so heißen, dass sie da sogar noch eins draufsetzen, denn sie müssen ja gucken, dass sie eben die Kunden auf diejenigen, bei denen der Hauptgrund war, eine Xbox Series X zu kaufen, der Game Pass war, die müssen sie ja jetzt gewinnen und zurückholen bzw. behalten. Und deswegen denke ich, dass dieses Modell der ziemliche Kracher werden wird. Ich denke auch. Also das Problem ist, was wir aktuell haben, alles ist noch unbestätigt. Aber wir haben schon mal relativ erstaunlich konkrete Infos, auch von Brancheninsidern wie Jeff Grubb, die auch eben aussagen, ja, es wird was kommen, ein dreistufiges Modell. Haben wir schon erwähnt, wie es heißt, also wie die Stufen heißen, Essential, Extra und Premium. Genau, Essential soll mit $10 beginnen, dann Extra soll dann eben $13 und Premium $16 im Monat. Also das kann man sich dann runterrechnen auf Euro, das wären dann, keine Ahnung, 8 Euro, 11 Euro, 14 Euro, so um den Dreh sein. Ich denke, die machen 1 zu 1. Das kann natürlich auch sein, dass das dann auch 10 Euro, 13 Euro und 16 Euro werden. Aber gut, ob jetzt 15 oder 16 Euro ist jetzt, glaube ich, auch nicht viel rum. Aber ich denke, dass ich bin auf dieses Premium gespannt, weil die haben ja extra 3 bei der Xbox, beim Game Pass haben wir 2 verschiedene. Premium ist besonders spannend, aber ich fange jetzt erstmal mit Essential an. Im Grunde die Basisstufe von diesem Abo-Modell ist eigentlich im Grunde PS Plus, so wie wir es bisher haben. Das heißt, man hat Online-Funktionalität, man kann Online-Matches machen mit seinen Kumpels oder wem auch immer, Koop, kompetitiv und so weiter. Und man hat die PS Plus Spiele des Monats, wo es heißt, 3 kostenlose Spiele im Monat, jeweils für PS4 und PS5. Bisher war es meistens so, ein PS5 Spiel aktuell und 2 PS4 Spiele. Die natürlich auch auf der PS5 laufen. Rabatte und so weiter. Das ist so quasi die Grundstufe für $10. Die zweite Stufe ist eben extra. Da gibt es eben PS Plus
dazu noch eben ein gewisser, ja, Spielekatalog aus PS4 und PS5 Spielen. Scheinbar sowas wie die PS Plus Collection, die es aktuell auf der PS5 gibt. Da kann man auch gratis einfach sich viele PS4-Klassiker schon holen. Das wird wohl hier weitergeführt, scheinbar. Und das für 13 Dollar. Wahrscheinlich eben auch ähnlich mit dem Europreis. Und das Interessanteste ist eigentlich Premium. Und das ist auch das Höchstpreisige. Da bekommt man auch PS Plus und die Spielesammlung. Und jetzt kommt's. Genau, jetzt kommt ja der entscheidende Hammer, auf den auch alle gewartet haben, ja, so lange Zeit. Das war ja auch eins der größten Kritikpunkte. Warum geht das nicht bei der PS5? Und jetzt kommt's. Ja, die PS1 bis PS3 Spiele, ja, die man dann auf der PS5 auch genießen kann. Genau, die volle Abwärtskompatibilität. Wobei, wir müssen mal schauen, ich bin ein bisschen vorsichtig. Die Frage ist, ob da alle drin sein werden oder ausgewählte. Also es heißt aktuell, dass ältere PS1, PS2, PS3 Spiele sowie PSP-Spiele damit im Programm sein werden. Und obendrauf gibt es noch Demo-Versionen für PS5, die es sonst für andere nicht gibt. Scheinbar vielleicht so zeitlich begrenzte Dinge und die man dann wahrscheinlich kaufen kann und dann gleich weiterspielen kann. Das gab es auch schon mal, aber im Grunde ist es halt so ein On-Top-Bonus. Aber das Interessante sind eher diese Retro-Spiele. Jetzt ist die Frage, Retro-Spiele, die hatten wir in PlayStation Now ja auch schon drin. Und das ist eh immer erstaunlich. PlayStation Now wurde ja bisher auch relativ stiefmütterlich fast behandelt. Ja. Leider, weil eigentlich ist das ein bisschen unterschätzt, weil da sind, wie viel sind es, 500 bis 600 Spiele drin in dem Programm, die man allesamt streamen kann, teils auch herunterladen kann und lokal spielen kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt klar, Sony baut da definitiv drauf auf, jetzt die Frage, ob das hier auch so sein wird. Ist das im Streaming mit dabei oder kann man die alle runterladen? Was natürlich noch krasser wäre oder schöner wäre, das überlege ich auch in Hinblick auf den Game Pass. Da gibt es nämlich inzwischen auch beides. Das ist aber eher, da kann man im Grunde alles runterladen, im Abo-Modell, alle Spiele, und teils aber auch in der Cloud spielen. Weil Microsoft ja auch ihren eigenen Cloud-Service hat und dort Spiele-Streaming anbietet. Und da ist es auch so, teils. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das da, wie das funktionieren wird. Vor allen Dingen eben, wie gesagt, Stichwort Abwärtskompatibilität von der PS5, was sich ja viele wünschen, dass das auch mit den älteren PlayStation-Generationen läuft. Ob das eben direkt auf der Hardware läuft, quasi per Emulation, oder ob es dann doch in der Cloud abläuft, serverseitig. Ja gut, das sind viele Details, sind ja momentan noch offen. Also das wird jetzt nach und nach alles bekannt gegeben und auch rauskommen. Da halten wir euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Die Frage ist jetzt auch, wie viel von neuen Spielen werden dann in diesem Premium-Abo-Modell dabei sein? Wenn Sony jetzt wirklich quasi als Gegenmodell zum Game Pass das halten möchte, und ich denke, das haben sie und das werden sie auch, dann müssen sie auch aktuelle Spiele mit reinbringen. Da ist aber auch noch offen, was da alles mit reinkommen wird. Es ist, soweit ich weiß, auch noch offen, wann das genau starten soll. Ja, genau. Also es hieß auch wieder gerüchteweise, dass die großen Spiele nicht zum Start wohl mit drin sein im Abo. Aber das könnte eben noch der Vorteil sein, was Microsoft mit dem Game Pass hat, weil die ballern alles in den Game Pass mit rein. Egal, was rauskommt im Grunde. Und wann es startet, ist auch die große Frage, weil wie gesagt, wir haben noch keinerlei Informationen. Es gibt schon Hinweise drauf, zum einen, dass das Ganze schon getestet wird, ausgiebig wohl, intern. Und dass wir vielleicht schon im März was sehen werden. War es vielleicht auch eine öffentliche Beta? Wer weiß, keine Ahnung. Und es gibt noch was, es gibt immer noch nach wie vor ein hartnäckiges Gerücht, dass es noch im März eine State of Play geben wird. Könnte es sein, dass das dann eben angekündigt wird. Also da sind wir auch sehr gespannt. Da werden wir höchstwahrscheinlich auch einen Livestream machen, denke ich, wenn das dann soweit ist, wenn das dann feststeht. Ja, also man könnte schon sagen, dass Sony jetzt die Xbox Series X so ein bisschen ins Aus schießen möchte. Und zwar einfach, weil sie eben dieses stärkste Argument der Xbox Series X ja jetzt quasi für sich auch quasi bieten wollen und damit der Xbox ja eigentlich ihr Kaufargument wegnehmen wollen, beziehungsweise dann auf gleicher Ebene damit stehen. Und meiner Meinung nach hätte da eine PlayStation tatsächlich auch mehr Argumente als die Xbox. Denn das Stärkste an der Xbox ist ja eben dieser Game Pass. Und wenn Sony den aber auch bietet, dann haben sie natürlich sehr, sehr viel mehr, weil Sony auch mehr Exklusivspiele hat und so weiter. Es ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Thema und ihr könnt uns gerne auch sagen, was ihr dazu so denkt und wie ihr das so seht. Schreibt es unten in die Kommentare. Und lasst auch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.